Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Kingdom Hearts 1.5 HD Remix und zu den Charakterbiografien. Charaktere 1 haben wir bereits, oder habe ich bereits vorgelesen, und wir kommen jetzt zu Charaktere 2. Und ich wollte ja noch was dazu sagen, warum hier kein Mickey-Symbol ist. Ich weiß es nicht, es steht nirgendwo mir ein Fragezeichen. Ich habe im Internet nach Listen geguckt, es gab einfach keine. Falls ihr wisst, was mir noch fehlt oder warum da nichts steht, ihr könnt mir das gerne schreiben. Ich würde mich darüber sehr freuen, wenn ihr mich da aufklären würdet. Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Ja, gut. Ich fange einfach mal vorne an. Vielleicht erfahrt ihr später mehr, was mir noch fehlt. So, Simba. Simba, der König der Löwen. Er herrscht über die anderen Tiere im geweihten Land. Sein Königreich in der Savanne. Wenn Sucha ihn ruft, ist er zur Stelle. Dreiecktaste drückt. Gedrückt halten, bis das Kommando Brille erscheint. Loslassen, um es auszuführen. MP-Verbrauch 2. Nie benutzt, weil ich hasse Rufen. Ich weiß nicht, was an Rufen so geil ist. Ich finde Rufen scheiße. Naja, König der Löwen gibt es im zweiten Teil definitiv noch eine Welt von. Alice. Alice fiel durch einen Kaninchenbau ins Wunderland. Sie wurde zu Unrecht verhaftet. Sora und seine Freunde bewiesen ihre Unschuld. Die Herzlosen haben sie gefangen, um mit ihrer Hilfe das letzte Schlüsselloch zu öffnen. Ja, die baut auch immer nur Scheiße, weil sonst wäre sie ja nicht vor Gericht. Na? Die Herzkönigin, die Fette. Herzkönigin, die Königin des Wunderlands. Sie lebt in einem Schloss mit einem Heer von Kartensoldaten. Selbstsüchtig und jähzornig klopfte sie jeden, der sie verärgerte. Köpft sie jeden, der sie verärgerte. Sie glaubt, Alice hätte ihr Herz gestohlen. Die hat ein Herz? Was? Glaube ich nicht. Kartenherz. Karten, in Klammern Herz, speertragende Soldaten, die der Herzkönigin dienen. Sie fürchten die herzkönige Königin und tun alles, um sie nicht zu reizen. Ach, tun, okay. Ja, Herzsoldaten, ja, besser. Peak. Karten Peak. Soldaten mit großen Äxten, die der Herzkönigin dienen. Sie fürchten ihren Herzkönigin und sie darauf bedacht, sie nicht zu reizen. Ich lese gerade vollkommen falsch. Ihr müsst wissen, bei Charaktere 1 habe ich echt mega gut gelesen. Und das habe ich vor ein paar Minuten aufgenommen. Eigentlich dürfte ich jetzt trotzdem irgendwie... Keine Ahnung. Das weiße Kaninchen. Weißes Kaninchen. Der Herzkönigin treu ergeben, während Sora und seine Freunde es verfolgten, fielen sie durch den Kaninchenbau ins Wunderland. Ja, nur wegen dem Spacken. Er hat auch rote Augen. Ich glaube, der hat zu viel gekifft. Die Tigerkatze. Oder Grinsekatze, besser gesagt. Meine Mutter liebt diese Grinsekatze, ja. Tigerkatze, eine seltsam grinsende Katze, die in Rätseln spricht und sich unsichtbar machen kann. Sie liebt es, zu verwirren und zu verblüffen. Zu Recht, aber ich mag die auch voll. Ich mag die ist... komisch. Herr Knauf. Herr Knauf, ein sprechender Türknauf an der Tür zum Wunderland. Man muss ihn drehen. Sein Motto ist, ein zweiter Dreh tut auch nicht weh. Ich hab gedacht, sein Motto ist, ich bin am Pennen. Der ist doch die ganze Zeit nur am Pennen in dem Spiel. So, jetzt kommen wir zu Herkules. Herkules. Herkules, ein legendärer Held mit göttergleichen Kräften. Obwohl Sohn von Zeus, ist er trotzdem kein Gott. Herk ist ein toller Bursche, der seinen Auftritt in der Arena des Olymps hat. Ne. Philosethes, oder einfach nur Phil abgekürzt. Phil ist ein Satyr, erfahrener Heldentrainer und Herkules Mentor. Er hat meistens in der Arena des Olymps alle Hände voll zu tun. Er bereitet die Kämpfer auf die Spiele vor. Ja, ja, ja. Hm. Nennen wir es vorbereiten. Hades. Hades herrscht der Herrscher der Unterwelt. Er versucht mit Hilfe der Herzlosen den Olymp zu übernehmen. Hades will Herkules und Sora aus dem Weg schaffen, aber all seine Tricks gegen Sora und die anderen scheiterten. Den mag ich auch voll. Die Bösewichte sind irgendwie immer die geilsten. Ich weiß nicht warum. Kerberos. Kerberos, ein dreiköpfiger Hund, der als treuer Untertan von Hades die Pforten zur Unterwelt bewacht. In der Vergangenheit wurde er bereits von Herkules besiegt, ist jedoch durch die Kraft von Hades wieder zum Leben erwacht. Aber auch ein Easy-Boss-Kampf. Also ich fand ihn nicht einfach. Granitos, unsterblicher Riese in Form eines Felsblocks. Er hat zwei Köpfe, kann aber immer nur mit einem denken. Okay. Wusste ich auch nicht. Wurde schon von Herkules besiegt, ist jedoch durch die Kraft von Hades wieder zum Leben erwacht. War auch ein Easy-Boss-Kampf, also dafür, dass er der letzte, also der finale Boss beim Hades-Kampf war, war der echt viel zu einfach. Polaros.
Polaros, ein eisiger Gigant, der in der Vergangenheit von Herkules besiegt wurde, aber durch Kraft Tornades wieder zum Leben erwacht ist. Sein kaltgefrorener, granitharter Körper kennt keine Schwachstellen. Nur sein Gesicht scheint zerbrechlich zu sein und ist feurigen Angriffen gegenüber schwach. Schwerer Bosskampf, richtig schwerer Bosskampf. Tarzan. Tarzan, ein junger Mann, der von Affen aufgezogen wurde. Seine Gorillamutter ist Kala. Tarzan sprach nur die Gorillasprache, bis er Jane traf. Seitdem lernt er sehr schnell die menschliche Sprache. Ja. Ich muss mich jetzt gerade wieder an diese Szene erinnern, wenn man auf Clayton trifft. So, nicht Clayton. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, wie das auf Englisch war, aber ich habe das damals noch auf PlayStation 2, als es noch auf Deutsch war. Auch die Synchronisation und so. Ich habe bei Dings immer so verkackt bei Clayton, genau. Ich wollte gerade nachgucken. Bei Clayton war so verkackt, ich musste das immer wieder anhören. Jane. Eine Naturforscherin, die mit Clayton in Afrika ist, um die Gorillas zu studieren. Sie traf Tarzan im Dschungel und bringt ihm menschliches Verhalten bei. Sie ist mutig und würde für ihre Studie jede Gefahr eingehen. Ja, lebensmüde halt. Kennt man ja. Clayton. Clayton, ein erfahrener Jäger und Janes Führer. Der Führer, okay, auf ihrer Afrika-Expedition. Er sieht Tiere nur als Beute an. Sein Machthunger und sein finsteres Herz haben die Herzlosen angezogen, die ihn für ihre eigenen Zwecke benutzt haben. Ich hasse Clayton. Scheiß Bosskampf, ohne Scheiß. Ja, genau, ohne Scheiß. Turk, oder Terk, wie auch immer. Ein junges Gorilla... Gorilla-Mädchen? Terk ist weiblich. Moment. Terk ist weiblich. Okay. Ja. Nein, ich sag da jetzt einfach mal nichts zu. Ein junges Gorillamädchen, das mit Tarzan zusammen groß geworden ist. Sie beschützt die anderen jungen Gorillas und ist ihre Anführerin. Im Gegensatz zu den anderen ist ihre Neugier auf die Menschen größer als ihre Angst vor ihnen. Die ist doch nicht weiblich! Ich hatte die nicht im Film eine junge Stimme? Hä? Das schockiert mich gerade ein bisschen. Ohne Scheiß. Es schockiert mich. Kerchak. Kerchak, Anführer der Gorillas. Er war gegen Tarzans Aufnahme in den Gorilla-Clan. Doch Kala hatte seine Bedenken zerstreut. Kerchak befürchtete, dass Tarzans Kontakt zu den Menschen eine Gefahr für die Gorillas bedeutet. Zu Recht aber auch. Kala, die Gorilla-Frau, die Tarzan im Dschungel gefunden und ihn gegen den Spott der anderen in ihren Schutz genommen hat. Kala toleriert Tarzans Kontakt zu den Menschen, weil sie weiß, wie wichtig es für ihn ist. Das stimmt. Sabor, ein Leopard, vor dem sich der ganze Dschungel fürchtete. Ein Feind Tarzans und der Gorillas. Sabor ist ein gerissener Jäger, der es auf die Schwachen und Hilflosen abgesehen hat. Ja, ich erinnere mich nur an den einen Bosskampf, das auch im Best-of zu sehen war. Das war nicht schön. Aladdin, ein junger Mann aus der Wüstenstadt Agrabah. Er hat mitgeholfen, Jafar zu besiegen und mit seinem letzten Wunsch Genie befreit. Aladdin hat Zora und seine Freunde gebeten, die entführte Jasmin zu retten. Ja, warum nicht? Sind wir ja für da, ne? Genie, der Geist der Wunderlampe. Aladdin hat Genie aus seinem Gefängnis befreit. Genie hat sich mit Zora und seinen Freunden verbündet, um Jasmin zu retten. Zora kann immer mit seiner Hilfe rechnen. Er greift anvisierte Gegner mit Geisterblitz an. MP-Verbrauch 2, Aladdin. Ja, genau. Genie ist auch ein richtig, richtig geiler Charakter. Jasmin, die eigensinnige Prinzessin von Agrabah. Jasmin sehnt sich nach einem freien Leben außerhalb der Palastmauern. Sie ist eine der Prinzessinnen, die mit den Schlüsselern in einer geheimnisvollen Verbindung stehen, wofür sie von Jafar und den Herzlosen entführt wurde. Aber warum nicht? Stimmt ja. Jafar, der Großvezier von Agrabah. Er hat sich mit Malefiz verbündet, um Kontrolle über die Herzlosen zu erlangen. Er kam in den Besitz der Lampe und wurde sehr mächtig, aber er wurde besiegt und endete in Häusolava. Echt? Ach ja, stimmt, er wurde ja zum Jafar-Genie und dann haben wir, ja genau. Jafars letzter Wunsch war, als selbst in einen Genie verwandelt zu werden. Er vergaß dabei aber, dass ein Genie den gehorchen muss, der im Besitz der Lampe ist. So wurde die Lampe schließlich zu seinem Gefängnis. Ja, warum man die Lampe nicht einfach irgendwie zerstört, ist anders, aber egal. Abu, allerdings treuester und behartester Kumpel. Ja, behartester. Immer wenn es eng wird, ist Abu aufgrund seiner Größe gefragt. Er hat eine Schwäche für Juwelen und Schätze und kann in ihrer Nähe an nichts anderes denken. Ja, der klaut ja die ganze Zeit nur, ne? Naja.
Jago. Jago ist Jafars listiger, leicht reizbarer Papagei. Und wenn er in Akaba herumfliegt, spioniert er für seinen Herrn dessen Feinde aus. Er ist genauso intrigant wie Jafar und ist ein Arsch. Ich hasse den. Der Teppich. Der Teppich, ein fliegender Aladdin, ergebender Teppich. Achso. Ich hab grad nur ein fliegender Aladdin gelesen und dachte nur so, was? Ein fliegender Aladdin ergebender Teppich, der seine Passagiere blitzschnell über die Wüste transportieren kann. Aber die Herzlosen hatten ihn unter einer Drohe festgenagelt. Stimmt, die haben ihn befreit und dann haben wir gegen diesen Kobra-Typen gekämpft. Stimmt. Pinocchio. Pinocchio von Geppetto geschnitzt und von der blauen Fee zum Leben erweckt. Ohne mich hätte er sein Herz an die Herzlosen verloren. Jetzt lebt er in der Stadt Reverse, um ein richtiger kleiner Junge zu werden. Wie soll der denn ein Herz haben, wenn er eine Puppe ist? Oder war der da schon normal? Ich weiß es nicht mehr. Geppetto. Geppetto, der freundliche Uhrmacher. Zorro und seine Freunde halfen ihm, aus Monstros Bauch zu entkommen. Heute lebt er in der Stadt Reverse und hofft, dass Pinocchio ein richtiger Junge wird. Der richtige Junge. Jiminy Grillo, was ich komisch finde, weil das ist ja Jiminys Tagebuch. Warum schreibt er das nicht? Geil, dass die das bedacht haben. Geil, dass die das bedacht haben. Ich wollte gerade schon sagen, warum schreibt der, als ob man einen Text über sich selber in ein Buch schreibt. Aber das steht sogar. Jiminy Grillo, das bin ich. Das finde ich geil. Das bin ich. Die Grille, die Pinocchios Gewissen ist. Ich nehme als Chronist des Königshofes an der Suche teil. Das finde ich geil, dass die das bedacht haben. Das finde ich geil. Ariel. Ariel, Tritons jüngste Tochter, die von Ursula dazu benutzt wurde, sein Dreizack zu stehlen. Dank Sora und seinen Freunden kam alles wieder in Ordnung. Ariel träumt aber weiter davon, die Welt außerhalb des Meeres zu erkunden. Ja, kann sie ja mal machen, wenn sie Beine hätte. König Triton. König Triton, seine Herrschaft beruht auf der Macht seines Dreizacks. Aus Liebe zu seinen Töchtern, der hat mehrere, ist er überfürsorglich. Das reizt Ariel noch mehr, in die Welt außerhalb des Meeres zu erkunden zu wollen. Seit wann hat er mehrere Töchter? Oder habe ich... Ich habe den Film nie gesehen. Wurde das da geklärt? Ursula. Ursula. Sie hat Ariel getäuscht und den Dreizack gestohlen, um über Atlantica zu herrschen. Mit Hilfe seiner Macht konnte sie sich in ein riesiges Monster verwandeln, das Sora, Donald und Goofy angriff. Ich hasse Ursula. Ich hasse sie. Sebastian. Der Konzertmeister Tritons, ein musikalisches Genie. Die kleine Krabbe muss auch für Ariel aufpassen, damit ihr nicht zustößt. Immer wenn sie den Palast verlässt, hat er keine ruhige Minute mehr. Das ist das, was ich an denen hasse, weil das so ein Spanner-Typen ist. Und das mit der Musik. Ich sag nur Kingdom Hearts 2, es wird scheiße. Ich hasse Kingdom Hearts 2, Ariel. Oh nee. Fabius. Fabius, Ariels treuer Freund, der alles für sie tun würde. Er ist klein und ziemlich frech, aber er würde Ariel nie im Stich lassen, auch wenn das Gefahr bedeutet. Den Fabius finde ich cool, der ist korrekt. Meerschaum. Meerschaum, neben Abschaum Ursulas Lakai. Eine fiese Muräne, wickelt seine Opfer gerne auf aalglatte Weise ein. Seine Spezialität ist es, ahnungslose Meerjungfrauen und Meerjünglinge in Ursulas Klauen zu locken. Okay. Warum heißt der Meerschaum und der andere Abschaum? Hätten die denn auch einen coolen Namen nehmen können? Abschaum. Neben Meerschaum Ursulas Lakai. Eine fiese Muräne wickelt seine Opfer gerne auf aalglatte Weise ein. Seine Spezialität ist es, ahnungslose Meerjungfrauen und Meerjünglinge in Ursulas Klauen zu locken. Er ist dasselbe, was bei dem anderen auch stattfindet. Jack Skellington. Geiles Bild von ihm. So. Jack Skellington, der König der Kürbisse, der gerne Leute erschreckt. Dickköpfig, selbstsicher und verliebt in große Gesten. Tag und Nacht arbeitet er, um das diesjährige Halloween-Fest zum besten aller Zeiten zu machen. Nightmare Before Christmas. Ich mag die ganzen Charaktere von Nightmare Before Christmas, aber ich mag den Film an sich nicht. Da wird mir viel zu viel gesungen. Viel zu viel. Sonst wäre das bestimmt ein geiler Film geworden. Sally. Sally, Dr. Finkelsteins Schöpfung, aus Einzelteilen zusammengebaut, die manchmal ein Eigenleben entwickeln. Sie liebt Jack und versucht, ihn in die richtige Richtung zu lenken, was nicht immer funktioniert. Sagen wir nie. Oogie Boogie, das ist so ein geiler Boss. Also generell der Charakter ist richtig geil. Oogie Boogie, der Schurke, der über Halloween Town herrschen wollte. Das Herz, das er von Dr. Finkelstein gestohlen hat, zog die Herzlosen an, was zu seinem Untergang führte. Ja. Dr. Finkelstein, der verrückte Wissenschaftler, der ein Herz schuf, das Jack helfen sollte, die Herzlosen zu kontrollieren. Sally gehört ebenfalls zu seinen Schöpfungen. Sie hilft im Labor, würde aber ihre Zeit viel lieber mit Jack verbringen. Ja klar, verliebt oder so, ne? Ja, weiß man ja. Zero.
Zero, Jacks Geisterhund, der aus seinem Grab steigt, sobald er gerufen wird. Er ist seinem Herrn treu ergeben und liebt es, mit Jack zu spielen. Ja, mit... Was hat nochmal einen Knochen geworfen, oder? Der hat irgendwas geworfen. Ich weiß es nicht mehr genau. Furcht, der Anführer der Trios, zu dem noch Angst und Schrecken gehören. Sie bewegen sich mit einer Badewanne fort und führen ständig was im Schilde. Manchmal helfen sie Ogibori, obwohl sie ihn nicht besonders mögen. Warum tun die das dann? Das ergibt keinen Sinn. Angst. Mit Furcht und Schrecken ist sie eine Handlangerin von Ogibugi, der Halloween Town beherrschen will. Angst ist die cleverste des Trios. Sie bleibt cool, wenn die anderen die Nerven verlieren. Ich hasse die Fotos. Schrecken, ein Mitglied des Trios, zu dem noch Furcht und Angst gehören. Er ist ein wenig langsam und auf die Zielscheibe für die Späße der anderen. Zu Recht, das ist der kleinste Penner. Der Bürgermeister von Halloween Town, mit den zwei Gesichtern. Je nach seiner Stimmung wechselt er das Gesicht von fröhlich zu traurig. Er unterstützt Jack, damit das diesjährige Fest das beste Fest aller Zeiten wird. Ah ja, stimmt. Ja. Das fand ich cool mit dem zwei Gesichtern, das fand ich immer cool. Peter Pan, der fliegende Junge aus Nimmerland, wo niemand erwachsen wird. Er ist sehr mutig und vor allem gerechtigkeitsliebend. Er hat sich an Bord von Hooks Schiff geschlichen, um die entführte Wendy zu befreien. Ja, kennen wir ja. Man kennt alle die Geschichte. Naseweiß, die kleine Fee aus Nimmerland. Peter Pan wollte, dass sie Donald und Goofy und Sora begleitet, aber sie möchte lieber so schnell wie möglich nach Hause. Nichtsdestotrotz eilt sie Sora zur Hilfe, wann immer er nach ihr ruft. Sie heilt die LP von Sora oder seinen Freunden und rettet Sora einmal vor Kampfunfähigkeit. Echt? Wie geil ist das denn? Warum habe ich das denn nie benutzt? Wendy, ein aufgewecktes Mädchen aus London. Peter Pan hat ihr den Wunsch erfüllt, Nimmerland kennenzulernen. Aber sie ist in Hooks Rachefeldzug gegen Peter Pan hineingeraten und wurde von Hook entführt. Warum ist sie denn auch so grenzdebil? Captain Hook, der Pirat, der es Peter Pan heimzahlen will, dass ihm das Krokodil eine Hand abgebissen hat. Er hat sich mit Malefiz und den Herzlosen verbündet, aber zum Schluss wurde er von dem Krokodil über alle Weltmeere gejagt. Es hat auch immer angefangen zu ticken, ne? Wenn das Krokodil kann. Dann können wir so tick, tick, tick. Das fand ich mega geil. Herr Smee, Hooks erster Mat. Für ihn ist es das größte Befehle für Hook auszuführen. Ist genauso begriffsstutzig, wie Hook widerlich ist. Der ist total dumm, der Kerl. Der Smee. Krokodil, ein gefräßiges Reptil, das einen Menschen in einem Stück verschlingen kann, ist bei Hook auf den Geschmack gekommen und will mehr von ihm. Wenn Hook die Uhr hört, ja, meinte ich ja, die in seinem Bauch tickt, weiß er, dass er ganz in der Nähe ist. Was meine ich mit diesem Ticken? Winnie the Pooh, ein kleiner Bär, der im 100-Morgenwald lebt und gerne Honig isst. Als Bär von geringem Verstand ist er ein wenig zerstreut und vergisst manchmal sogar, dass er, woran er sich gerade erinnern wollte. Also denk daran! Ferkel Puhs bester Freund im 100-Morgen-Wald. Das kleine ängstliche Ferkelchen erstreckt sich vor fast allem. Und wenn das passiert, hält es sich die Augen mit seinen kleinen Ohren zu. Das fand ich immer voll cool. Das fand ich cool. Tiggers Steckpferd ist das Springen. Doch auch wenn er es manchmal zu bunt treibt, muss man keine Angst haben. Denn in diesem verspielten Kindskopf schlägt ein erstaunlich empfindsames und sanftmütiges Herz. Das war immer mein Lieblingscharakter von Winnie Puh. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil er so wie ich ist. So verspielt und verpeilt und so weiter. Eule, der klügste Bewohner dieses gemütlichen 100-Morgen-Waldes, der die kniffligsten Fragen seiner Freunde beantworten kann, wenn auch nicht immer richtig. Er hält gerne Reden, oft so lange, bis seine Zuhörer eingeschlafen sind. Ja, das kennen wir ja vom LP. Ich habe denen ja immer die übelste, geilste Stimme gegeben von allem. Rabbit ist ein strenger, fleißiger Bewohner des 100-Morgen-Waldes. Er ist gerne für sich, aber sofort da, wenn man ihn braucht. In der Nähe des ausgelassenen Tiggers ist ihm nicht immer wohl. Ja, der ist so ein bisschen Depri. Also nicht so Depri, sondern immer scheiß drauf. Er ist mies gelaunt immer. Ia, der ist Depri. Ia, der scheue Ia wohnt in einem kleinen Haus im Wurzelwerk, als eines Baumes. Er verliert immer wieder seinen Schwanz, der nur mit einem Nagel festgemacht ist. Im Moment ist er auf der Suche nach einem neuen Haus. Der ist immer depressiv. Der ist der reinste Emo. Richtig geil. Ich liebe den Ia. Und dann haben wir noch Hu. Ru möchte so gut wie Tigger springen können. Er hackt Streiche aus, ist quirlig und mutig. Ist Tigger nicht da, dann ist Ru traurig. Ja, wie hieß denn nochmal seine Mutter? Kenga? Ist die Kenga? Ich weiß nicht.
Ja, das waren Charaktere 2, das waren jetzt alle Charaktere. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt Kraft habt, es gibt doch noch einen Charakter, den du noch nicht hast, sag mir das bitte. Ich weiß nicht, welcher Charakter mir noch fehlt. Weil es gibt ja kein Fragezeichen hier. Ja, im nächsten Part kommen dann die Herzlosen dran, ne? Und danach kommt der letzte Part. Und ja, dann ist das Projekt leider vorbei. Schade. Aber wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auch in den nächsten beiden Parts wieder ein. Und vor allem bei den Herzlosen, weil die sind geil. Und ich werde euch auch noch so ein bisschen zu den Herzlosen erzählen, die ich noch offscreen gesucht habe. Und wenn euch das interessiert, schaltet im nächsten Mal wieder ein. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss.